Auch das Tierheim in Grimmitschau ist aufgrund der Corona-Pandemie für Besucher geschlossen. Bei dieser Einrichtung handelt es sich um ein Aktion-Tier-Tierheim. Darüber wird die Einrichtung auch finanziert. Hier muss das Leben trotz Einschränkungen auch weitergehen. Im Zweischichtsystem organisiert man die Versorgung der Tiere. Wir hatten uns in dieser Woche mit der Leiterin verabredet und einmal hinterfragt, was es aktuell zu berichten gibt. Ja, also die Arbeit geht bei uns eigentlich weiter wie immer. Wir haben keine Besucher, das ist natürlich selbstverständlich. Gassigeher waren hauptsächlich Rentner, die jetzt auch erstmal außen vor bleiben. Aber wir haben drei junge Leute vom FEJ, die sich gut um unsere Hunde kümmern und da haben wir auch die Kapazität, dass die genügend Auslauf haben. Welche Tiere oder wie viele Tiere haben Sie derzeit hier? Also im Moment haben wir mit dem Pensionshund 5 Hunde. Wir haben 45 Katzen. Mittlerweile, heute Nacht, sind noch mal 3 geboren. Also kommen noch mal 3 kleine Babys dazu. Und ja, das ist eben bei uns der Schwerpunkt. Und eine Bordagame, aber das ist unser Maskottchen. Die haben wir nun schon über mehrere Jahre und konnten sie halt bisher nicht vermitteln. Bekommen die Tiere das irgendwie mit, dass jetzt nicht mehr so viel Betrieb hier ist, oder sind die trotzdem ganz entspannt? Ja, die sind eigentlich ganz entspannt, muss ich sagen. Also da merkt man nicht irgendwie, dass die sich verändern oder so, das kann man nicht sagen. Ist natürlich, wir haben einen Hund, unseren Speedy, da ist ein älteres Ehepaar, das ist immer regelmäßig mit dem Hund gegangen. Na, der vermisst ein bisschen, da müssen wir halt dann ein bisschen mehr tun für ihn und dass er ein bisschen mehr ausgelastet ist. Es ist ein Schäferhund-Mischling, ein junger, noch 2 Jahre, na, der hat natürlich noch Temperament. Wer Sie trotzdem unterstützen möchte, wie kann er helfen? Ja, bisher muss ich sagen, haben uns schon sehr viele unterstützt. Dafür möchte ich mich auch recht herzlich bedanken, ob es Geldspenden waren, ob es Futterspenden waren. Natürlich ist die ganze Spendensache dadurch, dass auch die Leute nicht rein können zu uns und die Tierfreunde, ist das natürlich etwas eingebrochen. Und wir können unsere Tiere zwar trotzdem immer noch gut versorgen, dank der Aktion Tier, aber wir freuen uns natürlich. Also wenn Spenden kommen, ob das Geldspenden sind oder ob das jetzt Futterspenden sind, wir freuen uns über alles. Haben Sie denn schon Informationen, wann es eventuell Lockerungen geben könnte, in welchem Zuge, dass meinetwegen auch Tierparks wieder geöffnet werden, dass die Leute auch wieder zu Ihnen kommen könnten? Ja, also es gibt Informationen erstmal vom Veterinäramt, dass wir ab dieser Woche per Telefon Interessenten für unsere Tiere bestellen können. Wir haben das so eingerichtet, dass wir pro Tag höchstens einen Besucher, immer nur eine Person, ist selbstverständlich. Die können sich dann das entsprechende Tier anschauen und das kann dann auch vermittelt werden. Ne, aber es muss eben ein bisschen gezogen werden. Wir können jetzt nicht ganze Familien reinlassen oder so. Das geht eben nicht. Zeitversetzt, dass eben jeden Tag wirklich nur 1, 2 Interessenten kommen können und sich Tiere anschauen. Muss aber telefonisch mit uns abgesprochen werden. Das ist die erste Lockerung, die wir jetzt im Moment erstmal haben. Und ja, wir hoffen natürlich, dass es in der nächsten Zeit dann schon etwas besser wird. Aber ich muss auch sagen, ich bin auch voll der Meinung, dass die Gesundheit der Menschen vorgeht und dass wir einfach unsere Arbeit so gut wie es geht weitermachen müssen, für unsere Tiere da sein müssen. Und ich denke, das funktioniert ganz gut, auch wenn eventuell, ich mal sagen, das alles noch ein kleines bisschen dauert, bis sich das wieder normalisiert hat. Wenn Sie das Tierheim am Waldsachsener Weg unterstützen möchten, dann kontaktieren Sie Karin Junold und ihr Team einfach unter den eingeblendeten Kontaktdaten.